So, da sind wir auch schon wieder. Was heißt schon wieder? Nach einer ganzen Weile wieder bei Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Für diejenigen, die es noch nicht mitgekriegt haben aus meinen anderen Let's Plays, ich war 2 Wochen im Urlaub und mein Puffer ist leer gelaufen. Deswegen hat es jetzt eine Weile gedauert, bis neue Folgen rausgekommen sind. Jo. Und das Ganze öffnen wir deswegen mit einem Schildschlag. So, das erste, was ich mache, ist mein. Ah ja, ich habe schon den Feuerquarzring angelegt. Denn wir reisen jetzt erst einmal zurück zum Aufstieg der Toten im Schrein von Amarna. Denn wir waren da oben ja noch nicht ganz fertig. Wow, runterfallen will ich nicht. Erstmal sind hier wieder die Nervengegner. Und zwar 3 Stück an der Zahl. Versucht Gift hier. Und da hinten kommt gleich der Pyromant wieder, genau. Wie gesagt, die respawnen immer wieder. Aber wenigstens scheine ich sie mit dem Speer gut abwehren zu, abspeisen zu können und beim Schild gut abwehren zu können. So, ich muss nur auf, genau, diese blöden Feuersäulen aufpassen. Wow, das hätte schlimm ausgehen können für mich. Aber ich konnte zum Glück backstabben. So, einmal große Heilung, bitte. Fängt ja schon mal gut an und guckt mal, wie weit runter mein Speer schon ist. Okay. Du solltest am Leben bleiben. So, hier wird's jetzt tricky. Da unten ist nämlich einer. Und soweit ich weiß, dort draußen auch noch einer rum. Und den draußen will ich nicht unbedingt stören, wenn es nicht sein muss. So. Da trinke ich zur Not mal was. Das konnte ich gut abwehren, dafür bin ich in die Feuersäule rein. Also es sind 3 von diesen Nekromanten. Insgesamt. Und der hier hat jetzt das große Talent, Bomben zu platzieren. So, aber er ist tot. Gut. Entschuldigung, ich musste mich hier jetzt ein kleines bisschen konzentrieren auf ihn. Vor allem, dass er mich nicht tötet und dass er den anderen, der genau da draußen steht, nicht auf mich aufmerksam macht. So, der kann ruhig hier reingerannt kommen. Und meinen mit seinem Feuer. Hier stumpf machen zu müssen. So. Execute ist er fast tot. Und er ist weg. Ja, mit Schwert und Schild hatte ich allerhand Probleme mit dem Kumpel. Kumpels hier. Muss ich gestehen. Aber mit Schild und vor allem mit dem Großschild, also mit dem Großschild und dem Speer geht das ziemlich easy. So, da hinten sehen wir schon mal eine Truhe.
Nachricht lesen, Lügner voraus. Nachricht lesen, Leuchtfeuer voraus. Okay. Hier ist kein Leuchtfeuer, hier ist nur eine Truhe. Naja gut. So gesehen hat er recht, dass da ein Leuchtfeuer drin ist. Also ein Asketenleuchtfeuer. So, und hier bitte vorsichtig sein. Dass wir nirgends abrutschen. Wenn da Geister langlaufen, da kriege ich manchmal einen richtigen Herzinfarkt. So, da ist Dead End. Deswegen geht es nur hier drüben weiter. Nachricht lesen. Ruhe, ja. Stimmt, die steht hier. Menschentöter. Das war, glaube ich, ein böses Schwert, oder? Ja, ein Katana. Ein Katana mit einer schrecklich abgenutzten Klinge. Es wirkt nutzlos, ist aber in Wahrheit mit tödlichem Gift beschichtet. Dieses Schwert hat unzählige Opfer gefordert und ihre Blutflecken auf dieser Klinge wurden zu Gift. Übel. So, machen wir mal wieder die Flammschmetterling-Nummer, nur um sicher zu gehen, dass wir nirgendwo reinrennen. Ja, Dickwanst. Das ist immer die. Das ist die der neue Standardspruch für Sackgasse. Also manche schreiben normalerweise enger Raum voraus oder so etwas. Manche schreiben aber einfach nur Dickwanst. So, hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr, also können wir wieder aufs Schild wechseln. Zurück zum Leuchtfeuer gehen, rasten. Unseren Speer wieder reparieren. Der ist nämlich schon zur Hälfte runter. Dadurch, dass wir nur gegen drei Pyromanten oder Pyromanen sind ja die, die gerne mit Feuer spielen. Ja, aber schöne Aussicht, wie der Kommentarschreiber gerade gemeint hat. Von da hinten kommen wir übrigens. Oh, und wir haben da was zum Plündern übersehen. Da hat ein Gegner was gedroppt. Blutungsstein, ja, sehr schön. Gut. Speichern, rasten. Und gleichzeitig speichern ist auch gut. So, das war der einmal schnell getötet. Kann ich dich eigentlich auch backstabben? Nein. Wäre auch zu praktisch gewesen. So, jetzt gehen wir vorsichtig und nähern uns mal wieder einer Syanswache. Da die aber einen Speer hat, ist sie nicht sehr schwierig. So. Ein Aufzug und es wird wieder dunkel. Das heißt, ich muss nachher wieder ein bisschen Gamma nachkorrigieren. Was ich vielleicht auch hätte in meiner 100 Abonnenten-Folge machen sollen, wie mir jetzt gerade so einfällt, teilweise. Und ich hoffe mal, das geht so einigermaßen. Kleine Empfehlung, guckt euch die Folge einfach an. Die geht über eine Stunde extra als Special dafür, dass ich endlich mal 100 Abonnenten erreicht habe. Okay, wir sind unten angekommen. An einem neuen Ort, wie mir scheint. Willkommen in der Gruft der Untoten. Wenn ich jetzt versuche, das Leuchtfeuer anzuzünden. Autsch. Kommt wieder mal Mr. Unbekannt.
Also ja, man könnte mal munkeln, dass das da rot leuchtend ein Auge ist. Und das hier vorne ein großer Zinken. Und das andere Auge fehlt wohl einfach. Und er redet mit dem Fluch über den Fluch mit uns. Und da war gerade mal wieder ein Übersetzungsfehler. Er hat uns Conqueror of Fear genannt, also Eroberer der Furcht, nicht Bezwinger der Furcht. Außer das heißt doch Bezwinger. One man lost his own body, and had lingered on as a head. Others chase the chance of love. However, what is it that drives you? Okay, er hat gerade von ein paar Leuten gesprochen, die wir bereits kennen. Nämlich einmal Vengal, der seinen Körper verloren hat und als Kopf weiterlebt. Und dann den Herzog von Seldora, der nach Liebe sucht. Gesucht hat, bis wir ihn jetzt erledigt haben. Assumed a fleeting form. These are the roots of our world. Men are props instead of life, and no matter how tender, how exquisite, the lie will remain a lie. Young Harlow, knowing this, do you still desire peace? Also ja, er hat gerade gesagt, dass der Gebieter des Lichts, also Gwyn, alles, was Finsternis war, verbannt hat. Und da ja in den Menschen die Dark Soul haust, also die Teile der Dark Soul, nämlich die Menschlichkeit, die man aus Dark Souls ganz erkennt, hat er auch die Menschen verändert. Jedenfalls behauptet dieses fremde Wesen das hier. Und er behauptet, dass diese ganze Sache mit Leben und Erlösung und so weiter alles eine Lüge ist. Und er fragt uns, ob wir immer noch nach Frieden suchen. Also sagen wir einfach mal, ja, das suchen wir. Vinric, the near true world, is here. And not far off. But what is it? You, neither born with great wisdom nor granted in my defense. What is it you seek? You cannot even say yourself. Ja, indirekt scheint er uns ein bisschen zu verpönen. Oder was heißt indirekt? Aber er scheint auch Wissen mit uns teilen zu wollen. Endlich bald etwas mehr Hintergrundstory. Und vor allem jetzt hier wird Hintergrundstory kommen. Schinnernder Lebensstein, nicht aufgeben, Skelett. Was früher auch gemein war. Ich glaube, sie haben sie mittlerweile weg. Hier war mal eine unsichtbare Wand und hinter der unsichtbaren, also eine Illusionswand und hinter der Illusionswand, genau hier, war mal das Leuchtfeuer verborgen. Aber das haben sie wohl etwas geändert. Dass man gleich auf den Unbekannten hier stößt. Dessen Namen ich noch nicht nennen will, für die, die das Let's Story weiter verfolgen. Fackel wagt es ja nicht. Ja, das machen wir auch nicht. Denn ab hier müssen wir in der Dunkelheit wandern. Und müssen gucken,
dass wir uns schnell einer Syrans-Wache erledigen und den Fackelträger töten. Bevor der uns zum Problem wird. Denn hier darf es kein Licht geben. Obwohl, der kann uns nicht zum Problem werden, weil da ist was Massives im Weg, wie man sehen kann. Erstmal will ich aber die Syrans-Wache hier loswerden.